unendliche Liebe. Ja, Ronny, gratuliere. Mehr als würdiges Spitzenspiel der zweiten Liga in der Festung Hoffmann Personalstadion. 1-0, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, fast oder beinahe perfektes Spiel von uns. Also ab der ersten Sekunden die totale Intensität. Sie haben sich wirklich mit dem Gegner beschäftigt die Wochen. Die Mannschaft hat das dann super umgesetzt, dass einfach ja, vom taktischen Verhalten, von der Intensität für die Laufmeter. Es war von der ersten Minute bis zur letzten super anstrengend für uns alle. Aber man sieht, dass durch Einsatz und Wille auch solche Spiele man gewinnen kann. Ich gehe einmal davon aus, wenn ich mir die Werte anschaue, dass überall rot leuchtet und Spitzenwerte rauskommen. Aber nur so kannst du so einen Gegner schlagen und das haben wir hochverdient auch nicht. Ich glaube auch, also ein würdiges Spitzenspiel, zweiter gegen dritter, das hat man glaube ich auch gesehen, dass das einfach auf dem neuen, ungewohnten Untergrund im neuen Stadion eine richtig gute Partie war vor den ersten Minuten. Habt sich ihr gegen Liefering speziell was vorgenommen oder ist das eine Partie, wo man sagt, okay, die kommen uns vielleicht sogar entgegen, weil sie spielerisch eine ähnliche Idee haben wie wir? Nein, ich denke, wir stellen uns gegen jeden Gegner wieder neu ein. Wir haben immer einen Plan und den versuchen wir so gut es geht zu verfolgen und dadurch dann mit Einsatz und mit 100% den Plan umzusetzen und dadurch auch die Spiele zu gewinnen. Wie habt ihr euch eingestellt auf Liefering? Habt ihr irgendwas, besonders gemacht oder warum ist das jetzt so super aufgegangen? Ja, ich denke, dass wir von der taktischen Ausrichtung ähnlich spielen wollen. Ja, also auch aggressiv auf dem Ball. Das ist heute nicht immer gelungen, logischerweise, weil wir einfach auch kompakt stehen wollten und weil die Liefering auch viel lange Bälle und in die Tiefe halt immer spielen. Aber wir haben das als Mannschaftsverbund richtig gut gelöst und haben, ich weiß nicht, ob wir ein oder zwei Chancen oder so Halbchancen zulassen. Also Schmiedi hat ein Hunderter gehabt, aber wir haben auch erste Halbzeit schon die eine oder andere Chance gehabt. Wir waren einfach bei den Standardsituationen gut. Also das wird uns auch sicher gelingen in Zukunft, dass da noch was ausschaut. Also ja, man kann nur rundum zufrieden sein. Ich würde noch ein Wort zum Nikolaus Wimmer von dir gern hören. Ist jetzt seit, weiß ich nicht, 10 Tagen bei uns im Verein. Wenn du dem zuschaust, hast du den Eindruck, der ist schon immer da. Zum einen, wie ist das gerannt, dass wir den noch ganz kurz vor Schluss geholt haben, statt dem Dursche? Und wie bist du zufrieden mit dem? Vermutlich nicht ganz uns. Nein, ganz schlecht. Also. Nein, es war bei uns am letzten oder am vorletzten Transfertag am Sonntag, wo hat mich der Dursche informiert, dass sie bei St. Pölten wer Wetter hat und ihn dann geholt haben. Er hat eine Ausstiegsklausel gehabt und ja, kann man natürlich einen Spieler nicht verwehren, wenn er ein Angebot von der Bundesliga hat, dass er dann auch dort wechseln kann. Dann war ein bisschen Panik, was machen wir? Und dann war einfach so, dass man sagt, wir haben aufgrund des Sommers haben wir oft in der Viererkette auch mit vier Rechtsfüßer gespielt. Ne? Und ein Linksfuß war super und einer, der was uns dann nur bei Standardsituationen halt gibt. Und ja, ich bin in Nico Wimmer schon länger verfolgt, hat bei Steyr immer eine super Performance abgeliefert. Und ja, und dann war die Gelegenheit da, dass er bei uns einen Vertrag unterschreiben könnte. Und ja, ich bin froh, dass das dann mit dem Reiter Stefan, dass der das dann auch noch ermöglicht hat, dass wir das dann durchgebracht haben. Jawohl, super. Dann gratuliere nochmal. Danke. Haben wir noch was? Melasand. Du kennst dich noch genau. Du kannst einen Lack ausziehen, was du so. Melasand. Du kennst das so drauf schießt. Gratuliere. Danke. Blau, 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 blau